vier Fragen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Tag von meiner Seite auch und danke für die freundliche Begrüßung. Nee, das nicht, sondern die vier Fragen hätte ich gerne nochmal, weil ich die vier Fragen eben auf meiner fünfstündigen Bahnfahrt von Bonn nach Berlin nicht vorliegen hatte, als ich meinen Vortrag vorbereitet habe. Aber ich stelle fest, dass zwischen meinem Vortrag und den Fragen doch ein gewisser Zusammenhang besteht. Und insofern will ich wenigstens kurz, genau, wunderbar, alles prima, war schon gut. Nein, einfach nur die Fragen. Gut. Aha. Die Komplexität, okay. Gut, also die vier Fragen, ich kann sie auch vorlesen, wofür hat man einen Zettel hier vor sich liegen, nicht? Also inwiefern kann die Krise des wachstumsfixierten Wirtschaftsmodells eine der Ursachen für den Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa und den Vereinigten Staaten betrachtet werden? Nun, auf so komplexe Fragen sind natürlich einfache Antworten nicht möglich, aber was man schon sagen kann, ist zweierlei, ich glaube mit hoher Berechtigung. Zum einen, dass Wachstum immer mit Ungleichheit einhergeht, jedenfalls unter den Bedingungen, so wie wir sie heute haben. Und da die Ungleichheit eine der Haupttreiberinnen der gegenwärtigen sozialen Krise ist, kann man schon sagen, da besteht ein Zusammenhang, den es näher zu betrachten gilt. Und zum Zweiten, die Anforderungen, die aus dem ökonomischen System in den Marktgesellschaften an die Menschen gestellt werden, Flexibilisierung, Beschleunigung, Globalisierung, Entbettung aus gewohnten Sozialräumen und so weiter. Diese Anforderungen, die das ökonomische System an die Menschen richtet, haben natürlich eine Verunsicherungskomponente. In der Allgemeinheit möchte ich es mal halten. Und ich habe schon lange, jetzt ohne meine prognostischen Fähigkeiten zu hoch zu schätzen, kommen sehen, dass die Sicherheitsfrage eine neue Wertschätzung erfährt, eine Renaissance erfährt, und zwar auf zweierlei Weise, wie wir momentan erleben, nämlich zum einen als klassische Frage der Sicherheit, innere Sicherheit und auch äußere Sicherheit, vor allen Dingen momentan aber innere Sicherheit, und zum Zweiten natürlich als soziale Sicherheit. Insofern kann man sagen, ja, da besteht ein Zusammenhang, den es zu reflektieren gilt. Die zweite Frage, was die Auswirkungen betrifft des Rechtspopulismus, da fügt es sich, dass ich gerade mit meinen Studierenden ein schönes Seminar hatte zum Climate Rejectionism and Climate Denialism. Also die Frage, was bewirkt eigentlich der Rechtspopulismus für die Frage der Bearbeitung des Klimaproblems oder solcher Probleme wie der Energiepolitik, der Ressourcenpolitik und so weiter. Und wir haben uns das angeschaut von den Vereinigten Staaten über Großbritannien bis hin nach Kontinentaleuropa, auch Australien, Kanada. Und wir haben dort festgestellt, dass es natürlich einen klaren Zusammenhang gibt. Das wird Sie nicht verwundern. Und da komme ich gleich noch zu. Und zwar sowohl in Bezug auf die wissenschaftlichen Grundlagen, also die Ablehnung des Klimawandels als inexistent oder beispielsweise die Ablehnung der Evolutionstheorie und seine Ersetzung oder ihre Ersetzung durch den Kreationismus in den Lehrplänen in vielen Staaten der Vereinigten Staaten oder jetzt auch in der Türkei, sogar regierungsamtlich beschlossen. Das ist ein Strang, also der Rejectionism, der Denialism, zu sagen, nein, das stimmt nicht. Der Herrgott hat diese Welt, so wie sie ist, vor 7000 Jahren gemacht, so wie sie heute ist, und das ist auch gut so. Oder den Klimawandel, den gibt es nicht. Das ist eine Erfindung von irgendwelchen Eliten, um uns zu gängeln. Oder diejenigen, die sagen, es gibt ihn, naja, die sagen, es gibt vielleicht den Klimawandel, aber wir Menschen haben nichts damit zu tun. Wir sind nur ganz klein im Verhältnis zu diesen großen geophysikalischen Prozessen. Oder es gibt auch einen relevanten Strang, der besagt, es gibt den Klimawandel. Ja, natürlich gibt es ihn, aber das Problem ist absolut handelbar. Es ist überschaubar, es ist bearbeitbar. So wie wir alle Probleme bewältigt haben, werden wir auch dieses Problem bewältigen. Also das ist ein ganz klarer Strang. Also die Verneinung der wissenschaftlichen Grundlagen. Wobei man da als kritischer Geist natürlich manchmal auch in Verdrückung kommt, weil man ja selber auch eine gewisse Skepsis hat bezüglich eines ungezügelten Scientismus, wo uns sozusagen die Wissenschaft direkt sagt, was wir zu machen haben. Also da gibt es dann doch auch Punkte, die man sehen muss und natürlich auch bezüglich der materiellen Interessen. Jedenfalls ist das eine klare, interessante Frage. Dann die dritte Frage, welche Alternativen kann eine Postwachstumspolitik und Wirtschaft dem Rechtspopulismus entgegensetzen? Das ist meine Antwort, Argumente, Emotionen und vor allen Dingen eine sozial sensitive Politik. Das sind die drei Hauptpunkte. Natürlich muss man auf der Ebene der Argumente fest sein, stimmig sein, konzise sein, kohärent sein. Aber das ist eben nur ein Argument, weil es eine andere Ebene gibt. Das ist die zweite Ebene. Es gibt ein Mismatch. Die einen sagen,
die wollen uns mit dem Klimawandel nur was vormachen, weil sie uns gängeln wollen. Die anderen sagen, ja, aber wenn wir so weitermachen, die CO2-Emissionen auszustoßen, dann werden wir schon im Jahr 2030 450 ppm CO2-Konzentration in der Atmosphäre haben. Das wird zu einem Temperaturanstieg von 1,3 Grad Celsius führen. Das wird dazu führen, dass die Ökosysteme sich so. Das sind andere Ebenen. Es gibt ein Mismatch. Und wir als, ich sage jetzt mal, ich will jetzt niemanden vereinnahmen, wir in Gänsefüßchen als Ökologinnen und Ökologen haben uns angewöhnt, immer nur vernünftig zu argumentieren, was ja auch durchaus vernünftig ist, möchte ich mal sagen. Gleichwohl, also wir trauen uns nicht mehr zu sagen, wir haben die Erde nur nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geborgt. Ja, dann finden sie es irgendwie kitschig oder so, ja, oder irgendwie, naja, ne, das macht man lieber nicht, dann redet man lieber über die PPM-Konzentration, über Joint Implementation, Clean Development Mechanism und so weiter, und so Lulukufs und was da so alles gibt in der Klimapolitik. Das heißt, diese Expertendiskurse reichen nur bis zu einem bestimmten Punkt. Darüber hinaus ist auch notwendig, emotionale Argumente ins Feld zu führen. Man muss nicht sagen, nur auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Das ist sicherlich auch eine Teilwahrheit. Aber es ist auch wichtig, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind, ja? Und nicht systematisch an ihnen vorbeizureden. Ja? Und das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das fängt auch bei Personen an, der Glaubwürdigkeit ihrer Biografie und so weiter und so fort. Und der dritte Punkt, der hängt damit natürlich auch zusammen. Das beste Gegenmittel dafür, dass Kreise der Bevölkerung, die von der Einkommenssituation eher weiter unten stehen, sensibel werden, offen werden, aufnahmebereit werden für populistischen Unfug, ist natürlich eine sozial einigermaßen ausgewogene Politik. Und da hat es durchaus gehapert in den letzten Jahrzehnten in den meisten westlichen Industriegesellschaften. Das muss man ohne weiteres sagen. Es gibt ja in der Linken jetzt eine sehr interessante Diskussion, wer das verfolgt, Nancy Fraser beispielsweise und andere, die sagen, okay, wir haben auch selber ein bisschen mit Schuld daran, dass es diesen starken Aufstieg der Rechtspopulisten gibt, der Trumps dieser Welt. Und zwar, weil wir uns zwar sehr stark spezialisiert haben auf Minderheitenrechte aller Art, aber wir haben die harten Verteilungsfragen gemieden, die Fragen nach Verteilungsgerechtigkeit, Zugangsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit und so weiter. Das kann man diskutieren. Ich will jetzt gar kein apodiktisches Urteil fällen in der Angelegenheit. Jedenfalls scheint ein bisschen was dran zu sein, dass man einfach nur sagt, jetzt diesen spießigen, chauvinistischen, nationalistischen Diskurs, den beantworten wir nur mit unserer von uns selbst überzeugten kosmopolitischen Grundhaltung, das springt möglicherweise etwas zu kurz und führt nur zu Verhärtung. Man muss Festigkeit in der Sache natürlich haben, das ist ganz zentral, aber eine gewisse, ich will nicht sagen Mitverantwortung, das wäre falsch, aber eine gewisse Sensibilität dafür, dass diese Bewegungen auf so fruchtbaren Boden fallen mit ihren in Gänsefüßchen Argumenten, sollten wir doch entwickeln. Wenn ich wir sage, wie gesagt, ist das immer in Gänsefüßchen zu verstehen. Ich will hier niemanden vereinnahmen. Und der letzte Punkt ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Wie begegnen wir der Vereinnahmung wachstumskritischer Positionen durch Rechtspopulisten? Ich meine, wenn man sich jetzt die Agenda anschaut, ich hatte mal vor kurzem, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, in der Zeit ein Essay geschrieben, wo ich das Programm der AfD auseinandergenommen habe, dekonstruiert habe, glaube ich. Und da ist natürlich klar, Klimawandel gibt es nicht, CO2 ist gut für uns alle, Windenergie macht die Landschaft kaputt, Braunkohle ist gut, Solarenergie ist schlecht, die Umweltverbände sollen die Förderung gestrichen bekommen, die wahren Umweltschützer sind die Jäger und die Bauern und so weiter. Das ganze Thema kennen wir ja, das ist alles nichts Neues. Aber es gibt natürlich auch kleine Anklänge, also Deglobalisierung beispielsweise oder Re-Regionalisierung. Wenn wir uns, wie gesagt, immer in Gänsefüßchen unsere Strategieempfehlungen anschauen, da sind natürlich auch Elemente dabei wie Re-Regionalisierung, Wiedereinbettung von regionalen Wirtschaftskreisläufen in regionale Naturkreisläufe oder sozusagen eine Begrenzung der globalen Arbeitsteilung und ihre faire Umgestaltung in dem Sinne, dass fairer Tausch untergleichen stattfindet und nicht asymmetrische Weltwirtschaftsbeziehungen, wo die einen nur Rohstoffe und Agrarprodukte liefern, die relativ immer billiger werden und die anderen nur Technologieprodukte und Dienstleistungen, die immer teurer werden. Diese ganzen Themen klingen da jeweils auch an, aber der Punkt, das wäre jetzt meine kurze Antwort auf die vierte Frage der Abgrenzung, ich würde mich gar nicht aktiv abgrenzen, weil unsere Argumente stark genug sind, der Punkt ist der, wenn man aus einer Nachhaltigkeits- oder aus einer Klimaschutzperspektive für eine Deglobalisierung oder Re-Regionalisierung argumentiert, dann muss das aus einer
kosmopolitischen Perspektive geschehen und nicht aus einer chauvinistischen Perspektive. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die entscheidende Prüfstelle ist immer, das kann man auch sehen, wenn man sich die Rechtspopulistenprogramme anschaut, ob Solidarität an einer bestimmten definierten Grenze aufhört oder ob sie mindestens mal vom Grundansatz her als globaler Wert gilt. Ja, also wie man mit Solidarität umgeht, nur sozusagen zum eigenen Volk oder gar zum eigenen Volkskörper, noch schlimmer Schüttel, oder eben den Menschen an sich, wobei man natürlich auch aufpassen muss, weil der Mensch, wissen wir ja auch, ist keine Kategorie, sondern man muss schon immer genau hinschauen. Also meine Antwort darauf wäre, die Scheidelinie verläuft objektiv und muss auch so dargestellt werden, dass selbst da, wo Strategien ähnlich sind, die Motivlage eine grundsätzlich andere ist, nämlich in kosmopolitischer und in gerechter Absicht. Nun zu den Dingen, die ich vorbereitet hatte. Ich hatte eigentlich vier Themen behandelt worden. Das letzte habe ich schon angetickt oder eigentlich schon kurz besprochen. Ich wollte vier Themen ansprechen, und zwar zur zweiten Welle der Wachstumskritik, so wie ich sie abgrenze von der ersten Welle der Wachstumskritik, weil ich glaube, das könnte nützlich sein für unsere Diskussion. Das zweite, ich wollte die Frage nochmal diskutieren oder überhaupt diskutieren, ob die verschiedenen Quellen der Wachstumskritik, die ja durchaus vielfältig sind, ob die in einem Hauptstrom zusammenfließen, der auch politische Wirkungskraft entfalten kann. Dann wollte ich noch, das lasse ich aber jetzt weg, weil das hier sicherlich schon viel diskutiert ist, das Verhältnis von Postwachstum und grünem Wachstum nochmal diskutieren. Das wäre vielleicht langweilig oder Eulen nach Athen tragen hier. Und das vierte ist der Populismus. Ich beginne mit meinem ersten Punkt. Zur zweiten Welle, habe ich hier stehen. Also, wenn man historisch zurückschaut, die Wachstumsdebatte, sind ja viele junge Menschen hier unter uns, einige ältere, aber von der Literatur her kennen Sie das sicherlich, dass die erste große Welle der Wachstumskritik in den 70er Jahren war. Und zwar fand sie auf mehreren Ebenen statt. Es war nicht nur die Diskussion über die biophysikalischen Grenzen des Wachstums, die ihren Höhepunkt im Prinzip gefunden hat in dem Bericht an den Club of Rome von Donella und Dennis Meadows und anderen, Grenzen des Wachstums 72, sondern es gab auch sozial- und kulturwissenschaftliche Arbeiten, die das Thema von der anderen Seite angegangen sind, aber zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind. Die sozialen Grenzen des Wachstums, beispielsweise 76 von Fred Hirsch oder auch 1976 von Erich Fromm, Haben oder Sein. Ja, wo gesagt wurde im Prinzip, was macht eigentlich diese starke Wachstumsfixierung mit unserer Gesellschaft? Zerlegt es nicht unsere Gesellschaft? Oder bei Fromm, führt diese starke Wachstumsfixierung nicht dazu, oder ist es nicht eher eine Pathologie, ein Zeichen dafür, dass wir in den wirklich wichtigen Dingen des Lebens zu kurz kommen und dieses große Sinnloch dann mit Konsum stopfen? Ja, also er hat das eher als Krankheitsbild herangezogen. Und diese drei Quellen der Wachstumskritik, also die ökologischen Grenzen des Wachstums, die sozialen Grenzen des Wachstums und ja, ich möchte sagen, die kulturellen Grenzen des Wachstums oder die lebensstilbezogenen Grenzen des Wachstums waren damals sehr, sehr wirkmächtig. Und diese Wachstumskritik war konsumkritisch, sie war industrialismuskritisch und sie war auch systemkritisch. Das muss man ganz klar sagen. So. Und was ich beobachte, das ist meine Analyse, das können wir gerne auch kritisch diskutieren oder kontrovers diskutieren, dass dann in den 80er und 90er Jahren bis ungefähr 2005, bis kurz vor der Krise, der Finanzkrise, im Prinzip eine Veränderung der Ökologiedebatte dergestalt stattgefunden hat, dass der Nachhaltigkeitsdiskurs, von dem viele von hier ja entstammen, dass der sich sehr stark, um politisch anschlussfähig zu werden, auf Technologiefragen konzentriert hat. Die Energiewende, die Verkehrswende, die Landbauwende, die Chemiewende, die Wasserwende und wie sie alle hießen. Sehr, sehr wichtige und verdienstvolle Werke, extrem wichtig, weil sie in der Tat dazu geführt haben, dass man anschlussfähig wurde. Aber in diesen Diskussionen wurde von Ausnahmen abgesehen, die hier teilweise auch im Raum zugegen sind, wurde doch sehr stark darauf verzichtet, das wachstumskritische Thema allzu weit nach vorne zu stellen. Ja? Man hat lieber darüber geredet, das ist doch besser, Solarenergie ist doch besser als Kohle oder mit dem Zug fahren ist doch besser als mit dem Auto fahren, ja? Oder Biokatalyse ist doch besser als Chlorchemie und so weiter. Das war alles richtig, also gar keine Kritik daran, ich habe selber daran mitgewirkt. Nur ist dann in den Jahren dann doch eben diese kulturelle oder die soziokulturelle Dimension etwas zu kurz gekommen und das erlebt seit der Finanzkrise spätestens, also seit gut 10 Jahren, eine Renaissance, sodass es eine ganz starke Wiederbelebung
aber nicht als reine Retro-Nummer, das ist mir wichtig zu sagen, als reine Wiederholungstat, sondern als ein neues Element. Diese zweite Welle der Wachstumskritik gibt, so jedenfalls meine Analyse, die ich auch an verschiedenen Stellen beschrieben habe. Und das ist interessant, dass das eben jetzt nicht mehr nur hergeleitet wird aus dem Müssen und aus dem Sollen. Wir müssen das machen wegen der Umwelt und wir sollten das machen wegen der globalen Gerechtigkeit, sondern es wird auch hergeleitet, weil es für unsere Gesellschaft als gut empfunden wird. Die Buchtitel lauten dann Vorwärts zur Mäßigung, Befreiung vom Überfluss, Prosperity without Growth oder The Good Society without Growth. Ich nenne jetzt die Autorinnen und Autoren jeweils nicht. Aber ich würde so weit gehen zu sagen, dass diese zweite wachstumskritische Bewegung tendenziell, das ist jetzt eine starke Vereinfachung, gebe ich zu, aber tendenziell eher kulturoptimistisch an die Sache rangeht und nicht so sehr, wie das in den 70er Jahren üblich war, sehr kultur- oder gar zivilisationsskeptisch oder pessimistisch. So nach dem Motto, der Mensch ist auf Selbstzerstörung programmiert, da kann man eigentlich gar nicht mehr viel machen. Und meine These wäre, dass heute viele in der Gesellschaft real vorzufindende neue Werthaltungen, neue Technologien oder sogar neue Geschäftsmodelle anschlussfähig sind an Impulse aus dem wachstumskritischen Diskurs. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also ich will jetzt einfach ein paar Schlagworte nennen, ich kann die nicht ausführen. Das ist kollaborativer Konsum, Ökonomie des Teilens oder das Teilen an sich, Prosumentennetzwerke würden da rein gehören, der starke Wunsch, eine gute Balance hinzubekommen zwischen Leben und Arbeiten, ethische Investitionen, bedingungsloses Grundeinkommen und vieles andere mehr. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die so naiv sind, wie mein geschätzter Kollege Jeremy Rifkin, die glauben, dass durch die Sharing Economy und den kollaborativen Konsum der Kapitalismus quasi wie von selbst von der Bildfläche gefegt wird und wir dann alle praktisch sozial werden, weil wir eben nicht mehr dem kompetitiven, also wettbewerbsorientierten Grundmodus folgen, sondern dem kooperativen. So naiv bin ich nicht, weil der Kapitalismus ist natürlich ein verdammt intelligentes Biest, das kann man ja gar nicht in Abrede stellen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, anders als in der ersten wachstumskritischen Debatte sind viele Impulse, die aus dieser Community kommen, anschlussfähig an reale gesellschaftliche Entwicklungen, an Werthaltungen. Und deshalb sollte man sich auch nicht von der Grundstimmung her fühlen wie eine absolut hoffnungslose Minorität, die am Rande vor sich hin dümpelt, sondern für sich den Anspruch haben und den Gestaltungswillen auch markieren gegenüber den gesamtpolitischen Verhältnissen. Das war mein erster Punkt. Der zweite Punkt, der hängt aber eng mit dem zusammen, nachdem ich über die Wellen der Wachstumskritik gesprochen habe, möchte ich ein paar Worte verlieren über die Quellen der Wachstumskritik. Wenn Sie die weit zurückgehen. Im Grunde genommen können Sie bis zu den alten Griechen zurückgehen. Soweit will ich aber jetzt nicht zurückgehen. Ich will auch nicht im Alten Testament nachstöbern oder bei Franziskus beginnen oder bei Thomas Morus, Utopia. Nur in den letzten 50 Jahren, wenn Sie sich die anschauen, woher kommt eigentlich die Wachstumskritik, dann ist die aus verschiedenen Quellen gespeist und immer mit verschiedenen Fragen verbunden. Also wir haben schon gesprochen über die ökologische Wachstumskritik. Und die Wachstumskritik, die über gesellschaftliche, also über gerechtigkeitsorientierte Fragen geht, da steht die Frage im Raum, dürfen wir das eigentlich gegenüber der Umwelt oder gegenüber anderen Teilen, gegenüber Menschen in anderen Teilen der Welt? Der dritte Strang, die Quelle, die Frage der Lebensqualität, brauchen wir das eigentlich? Der vierte Strang, der gesellschaftliche Zusammenhalt, führt das eigentlich, also hier Ihre Frage 1, führt mehr Wachstum eigentlich zu mehr gesellschaftlicher Kohäsion oder eher zu weniger? Wenn wir alle sozusagen permanent unsere Haut zum Markte tragen, führt das dann nicht eigentlich eher zu einer Desolidarisierung und nicht zu mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt? Der fünfte Strang, die Wachstumszwänge, müssen wir das eigentlich? Selbst wenn wir es vielleicht gar nicht wollten, wachsen, müssen wir das vielleicht? Diese Debatte über Wachstumszwänge kennen Sie, Sie kennen Binswanger, oder wenigstens die, die sich akademisch damit beschäftigen, aber auch jetzt die Gegenbewegung finde ich ganz interessant. Und die sechste und letzte Quelle, die ich sehe, ist eigentlich, die müssen wir uns nicht sowieso damit abfinden, dass das Wachstum weniger wird. Also die Debatte über säkulare Stagnation, dass in saturierten Dienstleistungsgesellschaften nicht ohnehin die Tendenz zu einer Abnahme der Wachstumsraten da ist. So, und wenn ich das zusammenfasse hier, weil ich hier schon gemahnt werde, aufzuhören, das will ich dann auch gleich ansteuern. Wenn Sie die großen Denkstränge sich anschauen, also ich würde mal sagen, das Wertkonservative, abgegrenzt zum
zum Strukturkonservativen, nicht? Wertkonservativer, dass das richtig ist, was immer gilt und nicht das, was gestern galt. Dann das Liberale und das Linke, sagen wir mal, das Sozialistische. Dann sehen Sie, können Sie in all diesen drei Bereichen viele Denkerinnen und Denker finden, die den Ökonomismus oder die Ökonomisierung unseres Lebens und die Wachstumsfixierung als sehr problematisch sehen. Bei den Wertkonservativen ist es eher die Sorge, dass Tugenden wie das Maßhalten verloren gehen. Bei den wirklichen Liberalen ist es die Sorge, dass das zentrale Versprechen der Moderne, nämlich die Autonomie, die Selbstbestimmung, durch die Wachstumszwänge im Grunde genommen total in Frage gestellt wird, weil wir nur so lange gut leben können, wie wir uns den Postulaten eben beugen. Und bei den linken Perspektiven sehr stark die These, dass das private Eigentum an den Produktionsmitteln, der Akkumulationszwang, der Gewinnerwirtschaftungszwang und die starke Wettbewerbsfixierung im Ergebnis dazu führen, dass man eigentlich den Wachstumszwang nur überwinden kann, wenn man gleichzeitig den Kapitalismus abschafft. Ja? So, das sind die drei großen Stränge, die ich sehe. Und die Frage, die mich bewegt zurzeit, über die ich auch forsche und viel nachdenke, mit Leuten rede und auch was Größeres zu schreiben möchte in nächster Zeit, ist, fließen all diese Dinge in einem Hauptstrom zusammen, der politisch wirkmächtig wird, oder versickern sie jeweils an verschiedenen Stellen und werden damit eben auch nicht relevant? Die rote Karte droht, ich muss zum Ende kommen. Deswegen will ich abschließend sagen, ich glaube tatsächlich, ohne jetzt Harmonismus zu predigen, überhaupt gar nicht, dass es viele Möglichkeiten für die Gesellschaft gibt, auch bei unterschiedlichen Grundhaltungen Projekte anzustreben, die Wachstumsdruck von der Gesellschaft nehmen. Einige sind in dem etwas längeren Einleitungsvortrag eben schon genannt worden, Sozialstaatsreform, Arbeitszeitverkürzung und so weiter, das kann ich jetzt nicht vertiefen. Mein Punkt war der, den ich machen wollte, dass ich glaube, dass wir mit der wachstumskritischen Debatte im Hauptstrom der Gesellschaft angekommen sind und nicht irrelevant am Rande rumdümpeln, dass es aber sehr gut argumentativ und auch durchaus mit emotionalen Argumenten darum geht, aufzuzeigen, wo Scheidelinien zu den starken Vereinfachern sind. Ja, das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Herzlichen Dank. Applaus